dickeren Ton sagen. Okay, es ist, ja, tut mir leid. Du hast recht, du hast recht. Es tut mir leid. Komm mal sagen, du Cap, was du bist. Ja, das denn. Bevor ich deine Pilotenmütze in deinen Arsch reinstecke, okay? Du dreckiger, was du bist. Dieser Rommel wird sich wie ein Kelb bei ihr entschuldigen. Willst du nicht ein bisschen Haareblut färben, du kleiner Wichser? Einer ist nicht hier geblieben. Einer ist nicht hier geblieben. Guck mal, bleib mal hier, okay? Bleib mal hier. Weil du bist jedes Mal außerhalb. Weil du bist jedes Mal. Das ist jedes Mal dasselbe mit dir. Okay, okay, okay. Nein! Senju entschuldigt sich bei Rommel. Guck mal, du. Guck mal, guck mal. Spuck doch keine. Guck mal, du Pilot. Spuck doch keine großen Töne. Flieg zu deinem Anwesen, hol diesen Kelp von Rommel her. Okay, ich okay, gut. Einer macht sich ein Tattoo in der Hand und denkt, er ist der nächste Travis Scott. Guck mal, hör mal zu. Wo du Schwanz, was du bist. Was bist du eigentlich so frech? Wer hat dir Eier gegeben hier in dieser Stadt? Was? Wer mir Eier gegeben hat, du sollst eher fragen, wer man die Eier genommen hat. Und das war deine Mutter nämlich. Jetzt hast du keine Eier mehr? Ey, ey, ey. Nein, Romy, nein. Also eine kurze Zeit lang hatte ich keine Eier mehr, als sie in dem Mund von deiner Mutter verschwunden waren. Da hatte ich keine Eier mehr. Aber nur für eine kurze Zeit, Homie. Ja, das ist bei dir auch sehr, sehr schwierig, weil deine zwei Eier wahrscheinlich wie deine Eichel aussehen. Ja? Guck mal, hör mir mal zu. Okay. Ich will nur eine Sache. Du sollst diesen Rommel holen. Diesen Trommeltypen. Der soll hierher kommen und sich entschuldigen. Wie ist denn ihr Nachname von Senju? Von Senju? Ja. Was, ruf sie mal her. Warte mal, warte mal. Ruf sie mal her, ruf sie mal her. Was spielt das für eine Rolle? Ruf sie mal her. Was spielt das für eine Rolle? Sind sie geschieden, ja oder nein? Was? Sind sie geschieden, ja oder nein? Wer ist geschieden? Ja, Senju und Rommel. Sind deine Eltern geschieden? Ich möchte tatsächlich nicht darüber reden. Also, er soll sich einfach bei ihr entschuldigen, dann ist alles gegessen. Ruf mal Senju. Ich weiß nicht, ob sie wach ist. Ruf sie an. Ich weiß nicht, ob sie wach ist. Ich guck mal. Ja, sie ist wach. Konnichiwa. Konnichiwa, Ashubuwa, Badadada. Oh, konnichiwa. Senju, kannst du zum Asla Café kommen? Wohin kommen? Asla Café. Ich komme. Okay. Bis gleich. Du Hund, was du bist. Mal, mach mich nicht sauer. Mach du mich nicht sauer, Omi. Weil sonst hast du ein dickes Problem. Du legst dich echt nur denen an. Meinst du hier Pferdefresse? Nein, ich meinte dich damit. Was? Du möchtest das nicht. Ich glaube auch, dass er es nicht möchte. Ein Captain Iglo, Alter. Hallo, Senju. Konnichiwa. Senju. Ja. Gib mir mal bitte deinen Ausweis. Ja. Hier. Interessant, okay. Bist du geschieden mit Rommel? Keine Ahnung. Also, hör mir mal zu. Ist doch egal. Warte, du mal. Halt deine Fresse, wenn ich mit dir rede! Das spielt doch gar nicht zur Debatte. Es geht doch darum, dass überhaupt eine Zwangsverheiratung stattfand. Ja. Er hat mich an das Café verkauft. Für 200.000. Ans Café verkauft. Für zwei. Setz dich so mal. Viel setz bist ich, du wert? Setz dich mal hin, Captain Iglo. Setz dich mal hin. Nimm mal Platz. Ja, ich für einen Fuffi und einen Blowjob von Sosas Mutter hergegeben. Ja, bei einem Blowjob von meiner Mutter wenigstens was wert ist, Homie. Deine Mutter macht's kostenlos. Ja, deine Mutter hat's aber mit Zähne gemacht. Ich will das Geld zurück. Ja, weil deine Crackmutter keine hat, oder was? Vollidiot. Guck mal, hör mir mal zu, ja? Dieser Rommel soll mal hierher kommen. Ja, gib die Waffe jetzt los. Wie, du hast keine Waffe. Die du mir gestern abgezogen hast, du Dulli. Wer redet denn wieder so? Die Waffe. Und die Macht. Hol mal diesen Trommel her. Der ist nicht da. Wie, er ist nicht da? Wie bitte? Er ist nicht wach. Ja, warum verschwende ich dann überhaupt meine Zeit mit dir, Cap? Das wissen wir auch nicht. Wir rufen DJ Bundy dazu, er soll das klären.
Du bist ein ekelhafter Lügner. Guck mal, du bist doch geschieden, oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Das ist der Kaffee. Ich hab dich dann auf meine Stimmbänder, auf meine Seele und auf meine Organe. Keine Lust drauf, und dass ich nie von ihm weggehen kann. Nein, wir sitzen hier in der Ecke. Der Mann ist gefährlich. Er bildet den Teufel an. Er hat bei mir diese hypnosischen Dinger gemacht und so komische Sachen gesagt. Wollen wir jetzt heiraten? Nani! Wie Nani? Ja, Nani! Guck mal. Das heißt, du hast einen kleinen Homie. Was hast du gesagt? Nani! Der ist groß! Nani! Was? Guck mal. Ja, genau. Wir hatten dieses Thema schon. Zoro. Nani. Was? Sanji. Okay, Ruffy. Nico Robin. Lysop. Blanky. Dein fetter Vater, der auch Schatz suchen geht, du Hund. Setz dich mal hin! Ich setz mich jetzt erst recht nicht hin! Komm mal, hör mir mal zu, ja? Nee. Ja, dann hör nicht zu! Aber hol mir diesen Rommel hier! War irgend dabei, als das passiert ist, Henju? Nein, der war nicht da. Ich höre nicht zu. Dieser Rummel war ganz alleine da. Was Hallo, sagt der was kann ich denn für dich tun? Ich habe seine Nani. Fette, behaarte, dreckige, Huren, dreckige, Mutten, verschlampte, hässliche, eine von einer. Was? Ich dachte, du hörst mich nicht. Ich soll sagen, watashi wa fukusu no wakayara, watashi wa nata no shinda. Das habe ich nicht gesagt, Homie, das habe ich nicht gesagt. Was hat er gesagt? Genau, das hat er gesagt. Okay, sag ihm, Feng Shui Nintendo 64. Ja, okay, jetzt beruhigen wir uns. Feng Shui Nintendo 64. Gut. Achso, da ist Bandy, warte mal. Bandy, komm mal her. Was du? Ich wollte meinen Freund. Hier, her zu uns. Hallo, ja, alles gut, danke. Nani. Was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du bist, hä? Was denkst du, wer du bist, was du denkst, was du bist? Ey, bitte beleidige doch hier meine Kollegen nicht. Nein. Ja, Vollidiot, ja genau. Hast du... Das ist nicht höflich fragen. Nein. Wenn sie ihn als Vollidiot betiteln, was ist daran höflich und was hat das mit Respekt zu tun? Hier begegnen wir uns alle mit Respekt. Was fuckt da nicht dieses Auto da hinten ab? Danke. Wie viel sagen? Was? Also wenn ist Rommel wieder da? Morgen muss ich ganz höflich fragen. Er soll sich entschuldigen, May. Okay? Oder warte mal, stehst du für Zwangsheiraten? Nee. Also sagst du... Da sollte sich entschuldigen. Nee. Also nicht entschuldigen. Nee. Was bist denn du eigentlich für ein schlechter Zwölfer, Omi? Was? Was hast du gerade gesagt? Ich hab nicht zugehört. Ich hab gesagt, deine fette Mutter bläst für Center Shocks. Aber nur mit Cola-Geschmack, du Hurensohn. Boah, der hat gar keine Prozente. Bitte gehen Sie jetzt weiter, wir verkaufen an dir. Ihr könnt gerne mal zum Aslak-Café kommen. Alte Schnauze. Bitte verlassen Sie uns und gehen in Aslak-Café. Ich bin gerade am Telefonieren. Wer bist du? Ich bin Baschko. Wer? Ja, okay, Baschko. Warte. Mach das ganz einfach. Baschko. Moin, Baschko. Ja. Bevor ich gleich deinen Arsch auseinander, wer bist du eigentlich? Ich bin Kamora, so ein Problem. Jetzt setz dich hin, mein Hund. Setz dich hin, wenn ich streichel bin. Ey, Adler, der ist frech. Wow. Belästigt er euch? Ey, Adler. Kann ich ihn nicht knallen, oder? Doch, kannst du. Bitte, tust, bitte, tust. Es geht nicht! Tschüss. Okay, warte mal. Also, wir setzen uns mal alle hin erstmal. Wir gehen das ganz ruhig und gelassen an. Bandy! Bandy? Ja? Bandy? Abo, danke für deine 24 Monate. Was ist los? Ja, was gibt's denn Soße? Wir haben hier ein kleines Problem, okay?
Ja. Sergen, einer von Sergen seiner Rasselbande? Ja. Hat sich einfach dafür entschieden, Senju zu zwangsheiraten. Wo ist denn Zwergen? Ja. Links von dir. Besser. Zwergen. Wie besser? Der mit der Pilotenbrille. Ach. Was? Der mit dem Pilotenhut hier. Oh mein Gott, du Ekelhafter. Geh mal. Komm mal her zu Masler Café. Komm mal her, komm mal jetzt. So, was hast du gesagt? Zwergen. Ey, Bandi! Wie geht's dir? Gut, schöne Frisur. Farbe steht dir. Ja, so, na klar. Mal sieht's gut aus, mal sieht's schlecht aus. Nein, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, wirklich, freut mich. Guck mal, ich erkläre dir mal die Sachlage hier. Und zwar hat sich einer von Sergen, seiner Crew da, dafür entschieden, einfach mit jemandem einfach eine Zwangsheirat zu machen. Und dafür steh ich nicht, weißt du, wie ich meine? Zwangsheirat, wir sind im Jahr 2023. Kannst du kurz kommen? Natürlich kann ich ganz kurz kommen. Aber bitte nicht auf der Couch. Alles gut, chill. Nani! Och, Digga, jetzt machen die wieder Stress. Wow. Alter, ja. Alles gefickt. Also, ich will nicht viel sagen, ne? Ja. Sägen. Du sollst dich nur entschuldigen, also Rommel. Oder stehst du dafür, Zwangsheiraten mit Max? Also, wenn das stimmt, dass Rommel Zwangsheirat gemacht hat, dann wird er sich entschuldigen, oder nicht? Ich weiß nicht. Kommt auf Rommel drauf an, ne? Wie er gerade in Laune ist. Wie? Also du als Zwölfer? Ja. Sagst, dass er sich nicht entschuldigen sollte dafür? Ich weiß doch nicht, was passiert ist. Ich war doch nicht dabei. Ja, aber ich hab doch gerade gesagt, falls es stimmen sollte. Das müsste ich mal aus seinem Mund erstmal hören, weißt du? Man kann sich alles schön nennen und drehen, so weißt du. Homie, ich rede ja von der Theorie, dass er es gemacht hat. Nee, von der Theorie wollen wir gar nicht reden. Wie wollen wir nicht reden? Also, warte mal. Homie, wenn er es getan hat, sagst du, dass er sich nicht zu entschuldigen hat. Hä? Was? Wie, Mann. Was? Rede ich mit einem Viertklässler, Vollidiot? Kannst du mir folgen? A, B, C, D, 1, 2, du Vollidiot! Homie, wenn er es getan hat, sagst du, als Boss, als OG, soll er sich dafür entschuldigen, ja oder nein, Mann? Oder brauchst du Zeichen? Was getan hat? Deine Mutter gefickt! Er hat deine Mutter gefickt! Deine fette, behaarte Mutter hat er gefickt! Bitte also, nicht so laut reden, okay? Also, auf Mutter gehen, das finde ich echt nicht cool. Ja, fand ich auch nicht cool, als deine Mutter auf mich gegangen ist, Homie, Alter. Bei 250 Kilo, du Wichser. Guck mal, hör mir mal zu. Hä? Ich rede von der Theorie. Falls er ist getan. Ja, es ist alles bestens. Okay. Guck mal, Homie. Du kannst weiter fortfahren? Homie, wenn er es getan hat, Zwangsheirat. Dann wird er sich doch entschuldigen, oder nicht? Weiß ich nicht, ob er das tun wird. Bruder. Also, er darf machen, was du. Also, du als Zwölfer müsste ich da dann nicht. Also, müsste ich da nicht ein. Privat, das hat ja nichts mit der Familie zu tun, weißt du? Also, falls es stimmen sollte, akzeptierst du, dass privat sogar einer von deiner Bande sozusagen eine Zwangsheirat gemacht hat? Ich müsste das erstmal aus Rommel seinen Mund hören, weißt du, wie das gewesen ist? Du Hurensohn. Nein. Du bist ein Hurensohn. Wir gehen. Scheiß auf ihn, er ist so dumm. Ciao, Sanji. Nico, Robin, Ruffy. Egal. Warte mal, was geht hier ab? Warte kurz. Achso, ja. Bandi, alles gut? Warum redet hier keiner? Oh, ich muss mich ganz kurz sammeln, ich hatte gerade was Gestörtes. Homie, Alter, homie. Ich hatte gerade was ganz Verrücktes, so eine Karin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott.
Wer? Sie? Die Dame da drüben. Hey. Also ich muss mich nicht wundern, wenn ich hier morgen irgendeine Dame von der Straße runternehmen muss, weil sie sich da festgeklebt hat. Wirklich. Boah, Wahnsinn. Wow. Sam, erstmal zu dir. Du siehst richtig scheiße aus, was ist los? Ja, du siehst tatsächlich auch sehr, sehr scheiße aus. Was? Was hat er gesagt? Dass du scheiße aussiehst. Ach was, nein, ich hab gerade gedacht, oh Gott, ich hab dich mit meinem Hund Frieda verwechselt. Wo ist denn Frieda? Ja, du sitzt doch gerade. Warte, was? Du sitzt doch gerade, mein Engel. Ich bin nicht dein Engel. Nein, Frieda. Ruhat, darf ich euch vorstellen, mein Hund, Frieda. Ja, Ruhat ist am Start. Hör mir zu. Damit du das Ganze hier verstehst, Bande, ja? Ja. Guck mal. Also, einer von seiner Crew hat einfach eine Zwangsheirat mit Senju gemacht. Wer ist denn Senju? Die ich bin Dame. Ach, Senju, arigato. Ja, genau. Und ich will jetzt, dass der Typ sich bei Senju entschuldigt. Sagen sagt aber nein. Nö. Warum ist das Scholja, Monokul? Ja, Suse. Ich bin ja jetzt hier gerade auch im Dienst, deswegen muss ich das Ganze etwas neutral betrachten. Sergen ist halt ein Typ, da gibt's halt kein Vorn und kein Hinten. Bei Sergen fehlt's halt ein bisschen an der Intelligenz, aber... Ja, das ist korrekt. Ja, das ist ja nicht Sergen, das ist ja nichts Schlimmes, mein Bester. Ja, ja, da, wirklich, da braucht man sich da nicht beschweren. Nee, um Gottes Willen. Aber ich glaube halt, Sergen, was machst du morgen Abend? Ich weiß es nicht. Dann komm morgen Abend im PD vorbei. Ich weiß es nicht. Du kannst deinen Ausweis dir abholen. Nee. Dann kannst du überall parken, wo du willst. wir machen das, weil das ist nicht zurechnungsfähig, Sosa. Dieser Mann ist nicht zurechnungsfähig. Ja, das ist korrekt. Jetzt hör mal zu, Zwergen. Ich als neutraler Mann, du siehst ja hier diese unglaubliche Fackel, die neben mir ist, ne? Mhm. Und hör mal zu, die zwei Melonen, ne? Die stechen mehr raus als die Sonne am helllichten Tag. Ist das Mina? Nein. Mina, was bist du denn für ein Stück Scheiße? Jetzt. Wie heißt sie denn? Das geht nicht. Jasmine. Jasmine? Ja. Ah, genau. Jasmine, erzählt noch, was ich dir gesagt habe, oder? Hm. Ja. Das ist es. Zwergen. Ja? Gibt's da keine Lösung, die man finden kann? Ich weiß, ich bin zu dumm dafür. Ich glaube nicht, nee. Ja, das Tolle ist ja, du kannst dir ein bisschen mehr Zeit nehmen als die anderen. Wie in der Schule, da hast du ja auch immer ein bisschen mehr Zeit bekommen. Ich nehme mir ein bisschen Zeit. Daniel, damit will er sagen, dass du Prozent hast. Ja, ich ist ja nicht schlimm. Nee, um Gottes Willen. Gib mir ein paar Sekunden, warte. Ja, mach da ruhig. Das Problem ist auch, Sosa, der Kerl, der handelt sehr kindisch, ne? Luga! Danke dir für 10 Gäste. Wie geht's dir, mein Bester, da rechts? Bus. Mit mir? Naja, klar. Mir geht's sehr, sehr gut. Danke, den Langfried. Wie geht's dir? Ja, du, oder was? Wie bist du? Ja, Ja, was denn? Ja, wie? Ja, wie? Ey, Luca, noch mal mit 10 Gäste. Ich frag dich höflich, wie es dir geht. Also, ich hab kein Problem mit ihm, Sir. Ich hab gefragt, mir geht's blanken. Wie geht's ihm? Ja, ich hab doch gesagt, gut. Jetzt hab ich ihn verstanden. Ja, wir haben wieder 8,5 Stunden. Sprich Spanisch. Nee. Ja, siehst du. Um Gottes Willen. Ja, was? Hab ich eigentlich erholt, Sir? Was? Von dem Ding, was du letztens von ich hab sie auch schon mal beim ersten Mal verstanden. Sie sind ja nicht viel heller als ihr Chef. Gucken Sie, Master, ich habe echt kein Problem mit Ihnen. Ich feiere Sie, aber die Jasmine ist eine alte, ich werde ganz gefährlich. Ja, guck mal, wenn du kein Problem hast, ne? Ja, so. Dann sind das ja auch Sachen, wo man sich nicht einmischt, ne? Um Gottes Willen. Siehst du, weil ich habe ja auch nicht zu deinen Eltern gesagt, verhüten und nicht verhüten. Die haben ja auch einfach Ich habe auch zu meinen Eltern gesagt, hättet ihr wenigstens verhütet, dann wäre ich so einer wie ich auf die Welt gekommen. Ja, das weiß ich ganz genau. Ja, das Problem ist aber, das ist zu spät, ne? Weil wenn das Resultat da ist, kann man es nicht mehr ändern. So sieht's aus, aber man kann es lieben. Was? Aber man kann es lieben. Ich hab dich auch beim ersten Mal verstanden. Jetzt lern mal dazu, du Idiot. So, eine Frage, habt ihr eigentlich einen im PD, der Massi heißt?
Kann sein, dass ein Hausmeister oder so. Mhm. Ja, das kann gut möglich sein. Der ist ganz schön frech. Hm. Ja, das musst du mir sagen. Ich muss ja drum mich nur kümmern. Ja, gut, also, wenn das so ist, was sind die Angelegenheiten? Du gibst das Problem, wo drückt denn der Schuh? Der hat meine Mutter beleidigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das geht nicht, war ein Mensch. Konnichiwa. Ja, das geht überhaupt nicht. War der im Dienst? Ja, und dir? Der war im Dienst. Ja, wenn ich mir den mal zur Seite nehme, ist doch gar kein Problem. Aber Sie wissen ja nicht mal, wie der heißt. Wie hieß er denn? Samaikor. Ich gehe jetzt pennen, okay? Gute Nacht. Okay. Gute Nacht. Ja, was ist jetzt mit der Hochzeit von Henji? Ja, ich verstehe es auch nicht. Also morgen kommt dieser Rommel und der soll sich entschuldigen. Ah, guck mal da, Little Sushi. Ja, yeah, genau. Und Bunny? Ja. Tenju, bist du, Bruder? Hi. Tenju, heiratest du wieder? Nein, ich arbeite nicht. Es ist 0:17 Uhr. Und wo ist der Zeichen? Ja, das interessiert mich auch. Ich will mal kurz mit dem reden. Und okay, Chat. Dir? Vollmond. Ich glaube nicht. Ich gehe offline. Ihr könnt rüber zu Willi gehen. Ich hoste aber rüber zu. Guck mal da, Little Sushi. Genau. Zu ihr. Sie kann geisteskrank singen. Spam W's bei ihr, es war ein WW, ein geisteskranker Stream. Danke euch fürs Einschalten. Es war wirklich sehr, sehr krass. Danke für alle Subs, zu jedem, der am Start war. Yes, Chat. Wir sehen uns die Tage bestimmt irgendwann wieder. Viel Spaß bei ihr, ihr könnt auch rüber zu Bundy gehen und W-Spam. Danke euch fürs Einschalten. Nehmt alle oben am Raid mit teil. Danke euch für den Stream. Geht rüber zu ihr, spammt Herzen, spammt W's. Die Frau hat for real Talent. Danke, danke, danke für den Stream. Mods für die ganzen, für die ganze Arbeit. Für jeden, der im Chat am Start war. Für alle Subs. Und vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Mal gucken. Und je nachdem, wie ich mich fühle. Also, das war's von mir. 8,5 Stunden haben wir durchgezogen. Und wir sehen uns. Ich halte euch auf Insta auf dem Laufenden. Ciao, Chat! Ciao! Viel Spaß bei ihr! Und dass euch das alles so gefällt, danke. Oh, thank you, Leute!